Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within, The Consequence. Meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Ich war die letzten Tage erkältet. Da habe ich halt kaum aufnehmen können. Wir haben ja aber zwei Spiele jetzt gerade erst beendet gehabt. Life is Strange und Dark Parables. Daher bleibt gerade eh nur noch The Consequence. Und da habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, gerade wegen der Weihnachtstage jetzt auch. Aber ich will euch das nicht vorenthalten, dass es weitergeht mit The Consequence. Aber nicht wundern, dass ich noch etwas heiser herumkrächze. Ich hatte teilweise echt gar keine Stimme oder klang wie ein sterbender Kranich. Aber es geht jetzt weiter. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Kapitel. Ein Geist wird geboren. Kapitel 4. Können Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse? Nein, nein, nein! Verdammt! Scheiße! Ja, Kapitel 4, ein Geist wird geboren, wie gesagt. Da sind wir wieder mit Kitman. Und ihr ist die Knarre runtergeknallt. Das ist natürlich sehr praktisch. Da hätte man ja auch nicht ganz schnell noch danach greifen können, aber sie hatte wahrscheinlich auch Angst, da runterzufallen. Oder von irgendwelchen einstürzenden Wänden getroffen zu werden. Ich glaube, das war mal ein Badezimmer hier. Es sieht fast danach aus. Was haben wir da? Ist da was? Was steht da? Was nicht lesen können. So. Ja. Ich lasse mich hier nicht festhalten. Oh Gott, Ruvik. Was zum... Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Was, warum, warum ist er denn jetzt hier auf einmal? Warum? Will ich da durchbrennen? Halt mal, dann mach mal. Dann brenn mal. Brenne, Ruvik, brenne! Ja, das Feuer, wie wir wissen, hat er ja seine Schwester. Seine Schwester verloren gehabt. Und ich glaube, dann hat er immer noch so dieses Feuerding. Was ihn verjagt, obwohl es ja eher die Schwester war, weil die ist ja verbrannt. Aber wahrscheinlich macht es ihm Angst, weil es ihn auch daran erinnert. Und er ja auch fast so gestorben wäre. Und sie vor allem dabei gestorben ist. Man weiß es nicht. Hilfe! Hilfe! Leslie! Hallo? Da war Leslie. Okay. Ich weiß, ich gucke immer so ein bisschen extrem viel rum in solchen Spielen. Aber ich habe halt auch so oft schon erlebt, dass ich was übersehen habe. Und dann will ich mich immer nicht ärgern. Da können wir durch. Alles klar. Ist hier vielleicht in der Ecke noch irgendwo was? Können wir hier eine Kiste kaputt kloppen? An der Pinnwand irgendwas finden? Nein? Okay, dann gehen wir mal hier durch. Wobei es mich ein bisschen irritiert. Auch wieder hier so ein Schrank. Hm. Dann wollen wir mal. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Zum Glück geht's Ihnen gut. Bitte, ihr müsst euch von mir fernhalten. Ich kenne die Stelle noch. Ich weiß noch, wie ich da gehangen habe und gar nicht wusste, dass ich das da durchschießen sollte oder so. Jetzt sind wir also an der anderen Stelle, weiter unten. Sehr interessant. Weil er hat es ja durchgeschnitten, ist runtergeknallt. Und sie war im selben Augenblick unten. Ist das denn nicht zeitlich kniffelig, arrangiert? Ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht runter. Ich höre die Geräusche jetzt schon. Nee, ich will nicht.
Nimm mal mit. Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. Das treibt ihn an? Ich weiß nicht, also... Ja, es ist alles schon ziemlich strange. Ja, natürlich hat ihn das alles geprägt, aber ja gut. Na klar, es treibt ihn irgendwo bedingt ein. Was passiert jetzt hier, wenn ich da durchgehe? Ich gehe hier sofort in Deckung. Geh in Deckung. Oh Gott. Die Geräusche. Ist hier irgendwo... Ich will immer gleich wissen, wo man sich verstecken kann, damit ich weiß, wo ich hinlaufe. Aber gut. Oh nö, nö. Oh nö, nö. Wir gehen weiter. Okay. Hallo. Leslie. Oh, die sind doch bestimmt da irgendwie dahinter oder so. Wo sind die? Was passiert hier? Ich hab Angst. Ah, ist das alles immer unheimlich hier schön inszeniert. Ich mag... Ah! Mag das nicht. Was zum Geier? Warum kommt das hier aus diesen Bildern? Was ist mit den Bildern? Voll crazy. Okay. Wie ihr meint. Da steckt doch der Ruben dahinter. Versucht, die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Wie denn? Gehst du lang? Du scheiß Zombie. Sehr gut. Komm, 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 komm. Okay, den hab ich. Den hab ich. Da hinten ist noch einer. Okay, ich gehe hier lang. Obwohl ich keinen Plan hab. Okay, hier kann man sich verstecken. Alles so eine Sache hier. Ich merke das schon. Da kann ich mich auch verstecken. Ja, okay. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Weil er da vorne ja lang gegangen ist. Und wir brauchen noch eine Axt wieder. Wo ist der Kerl? Okay. Flaschen werfen. Zielen, werfen. Gegner können abgelenkt werden. Mal was hier. Helf ihm doch mal. Was können wir denn mal machen? Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst hier, dass ich hier irgendwie gerade Scheiße mache. Yeah.
ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Das ist dein Gefäß. Können wir irgendwie... Ah. Okay. Renn mal ab. Geht doch. Okay, cool. Leslie, du bist frei. Es klappt. Heilige Scheiße. Aber da ist noch der andere Zombie. Vielleicht kann ich Ruvik doch aufhalten. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Was scheiße ist. Ich nicht weiß, wo der ist. Oh. Ich behalte mal die Flasche in der Hand. Ich weiß nicht, da war doch noch einer, ey. Das kann doch nicht sein. Ist da Muni? Ich denke mal, da ist Muni. Seit wir eine Pistole benutzt haben, denke ich mal, da ist irgendwo Munition. Okay. Alles cool. Alles cool. Alles im grünen Bereich. Oh. Oh, da ist so ein... Oh nein. Du sollst doch nicht so viel Lärm machen. Wenn ich da jetzt die geheime Tür nehme, was ist dann? Leslie! Leslie, wo bist du? Kann man da lang? Ah, ich glaube, ich soll dann da runter. Dann nehme ich mal die geheime Tür, wenn wir sie schon mal entdeckt haben. Ich werde nicht immer den Hauptweg nehmen. Ich will ja erstmal die anderen Wege nehmen. Weil ich muss natürlich aufpassen, dass wir hier die Tresore und so finden. Wegen dem Brief. Weißt du? Der Brief. Da. Ha. Was ist das jetzt wieder für ein Ding? Okay. Wo ist die Kombination? Sieht das nach einer Kombination aus? Oder ist hier an der Wand etwas versteckt? Man weiß es nicht. Irgendwo kann ich bestimmt hinstrahlen. Hier die Bilder, das hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Da ist eine 1. Ha! Da ist eine 1. Die war vorher nicht da. Aber in welche Richtung? Ich weiß es nicht. 1? Hä? Okay. Das ist etwas verwirrend. Ist hier noch so ein Bild irgendwo? Weil ich finde es halt komisch, da ist halt nichts. Und wenn man einen strahlt, dann ist er eine 1. Eine 1. Immerhin. Okay, ich möchte auf jeden Fall den Brief komplett hinbekommen. Aber ich bin ein bisschen verwirrt hier. Also es sind auf jeden Fall ein Bild. Damit sind es dann halt 2. Aber welcher ist es denn? Der große oder was? Und die anderen muss man raten? Oder wie? Waren noch 3 zum Knacken, oder täusche ich mich? War es ja wieder knifflig eingerichtet hier. Ich guck mir den mal an nochmal. Geh mal raus. 1. So. Überall eine 1? 1, 1, 1. Ich weiß es nicht. Aber es sind Farben, ne? Es ist ja rot. Rot, blau, gelb? Hat es was mit den Farben auf sich oder so? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss jetzt nicht die Striche zählen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, ich muss doch nicht die Striche zählen. Das glaube ich nicht. Es muss irgendwas anderes damit auf sich haben. Ist ein bisschen komisch. Es sind ja 3 Farben. 1. Weißt du Bescheid. Ich bin da auf dem Schlauch. Sage ich euch jetzt schon. Bin ich ja gerne mal. Also, ich finde diese Rätsel teilweise echt schwierig. Also nicht diese Leuchtdinger, die gehen ja. Da muss man ja nur so ein bisschen rumtipsen, bis es halt geht. Und wenn man sich was merken muss mit von wegen Zahl und so, klar, das geht auch links, rechts, diese Zahl. Aber wenn dann so dieses eine, wo ich da nicht wusste, wie ich mich hinstellen soll, um zu wissen, wie man richtig steht. Weißt du, wie das richtig steht? Ja, dann, ne, ja. Licht und so. Wie ging denn dieser Spruch damals von so einer uralten Fernsehsendung? Hm.
Ich meine, die Striche gehen ja so ein bisschen, also sie sind halt beim oberen Kreis auf der linken Seite, bei dem anderen auf der rechten Seite. Aber was hat es mit der Eins dann auf sich? Also, das bringt mich dann wieder so voll aus dem Konzept, weil es hier halt gar nicht ist. Vielleicht ist ja damit der eine der obere gemeint und bei dem anderen der untere oder so? Hä? Oder soll man die doch zählen? Waren das jetzt 21? Ich habe keinen Plan, echt. Also, da ist ja schon die 21. Hier 21. Bei dem anderen die 1. Wollen wir mal rumprobieren? Das bringt's ja auch nicht. Normalerweise ist es ja auch noch mit diesem Links-Rechts-Ding verbunden. Und ich weiß ja hier auch gar nicht, ob da die 1 stimmt. Also von den Farben her würde ich mich halt eher orientieren. Aber das ralle ich gerade nicht. Und es gibt ja auch nur 2 Bilder. Wir haben 1, 2, 3, 4 Kreise. Wir haben aber nur 3 Knöpfe zu drehen. Vielleicht ist damit der obere gemeint, aber dann hätten wir ja auch einfach ein Kreuz machen können oder so. Nicht eine 1. Oder nur einmal drehen. Dreh nur einmal, aber welchen? Ich glaube, man muss die zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und sind es immer 21. Bin da nicht so sicher. Also bei dem oberen geht's nach links. Bei dem unteren geht's nach rechts, von diesen großen Strichen her. Ich glaube, das ist zumindest schon mal die Richtung. Links, rechts. Ja? Wir haben aber, wie gesagt, mehr Kreise, als dass wir den ersten vielleicht nach links drehen. Und die anderen beiden nach rechts? Ich weiß es nicht. Irgendwie so? Vielleicht sind es ja auch immer dieselben Zahlen, aber da halt in die Richtung, bei dem anderen in die. Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht weit hergeholt, oder? Da ist es nach links, da nach rechts. Vielleicht muss man auch nach den blutigen Strichen gehen, nach diesem Stacheldraht. Dann hätten wir da 2 dicke Striche nach links. Bei dem unteren weiß ich nicht, was das dann sein soll. Bei dem ersten 2 nach links. Vielleicht? Weiß ich nicht. Vielleicht haben ja auch diese Striemen was zu bedeuten, wie gesagt. 1. Ja, also ich würde gerne überhaupt wissen, wie der Scheiß hier funktioniert, bin ich ehrlich. Also, meine Theorie ist jetzt einfach mal die Striche, wie gesagt, zählen. Ich weiß auch nicht, ob das immer dieselbe Anzahl ist. Und da hier eine 1 ist, hätte ich halt als erstes natürlich gedacht, okay, man soll eine 1 machen. Da die anderen aber keine haben, ist damit vielleicht der erste gemeint oder, ja, der obere. Und dann halt die Richtung mit den Strichen nach links, rechts. Also das würde ich schon so interpretieren. Aber da wir 4 Kreise haben und da wir noch diese roten Striche da drauf haben, das verwirrt mich. Und bevor ich mich jetzt ewig hier aufhalte, mache ich das, was ich immer tue. Wenn ihr das total blöd findet, ja, dass ich hier jetzt in die Lösung gucke, dann sagt es mir bitte. Also wenn ihr da irgendwie das doof findet, irgendwie, ihr wollt jetzt hier stundenlang lieber sehen, wie ich mich hier einen abquäle, dann mache ich das auch.
Ich mache die Cuts überwiegend eigentlich immer nur, um euch das Let's Play oder das Spiel schneller zu geben und qualitativ irgendwie, dass da noch inhaltlich mehr passiert, als dass man halt nur verwirrt rumläuft. Und ich sehe bei dieser Geschichte halt im Moment nicht, wie ich es anstellen soll. Außer, wie gesagt, in welche Richtung ich sie drehen soll, aber ich weiß halt nicht, wie weit. Und das würde ich jetzt einfach nur gerne mal rausbekommen. Also mache ich einen Cut und bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich ärgere mich gerade, weil es hat gerade in dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, wieder geklingelt bei mir zu Hause. Eine Nachbarin, die sich ausgeschlossen hat. Ich weiß nicht, ob ich ihr das abkaufen soll, weil öfters mal dann geklingelt wird, jemand sich ausschließt. Aber okay, ist mir auch schon mal passiert. Ist immer nur doof, wenn das halt mitten in der Aufnahme passiert. So, ich war auf dem falschen Dampfer. Es ist nämlich so, dass es gar nichts mit diesen Bildern zu tun hat, ich Dummerchen. Sondern es hat tatsächlich was mit diesen Farben zu tun. Ich habe ja gesagt gehabt, hier gibt es 3 verschiedene Farben und so ist es auch. Das heißt, wir haben zwar tatsächlich hier die richtige Zahl, die wir eingeben sollen. Es ist die gelbe 1 und es gibt noch andere Zahlen mit anderen Farben. Wir müssen uns nur ein bisschen umschauen. Irgendwo finden wir hier in diesem Raum weitere Zahlen und Farben. Da ist sie doch. Eine blaue 10. Eine gelbe 1, eine blaue 10. Finden wir auch noch die dritte Farbe oder... Machen wir da einfach raten. Eine gelbe 1, eine blaue 10. Dann raten wir sonst einfach. Vielleicht auch in die andere Richtung. Okay, vielleicht auch in die andere Richtung. Komm schon. Komm schon. Aber es ist doch eine blaue 10. Es ist doch eine blaue 10. Sonst muss ich hier gehen und eine rote Zahl suchen. Oder ist es gar keine 10? Doch, es ist eine 10. Nicht, dass es eine 19 ist. Oder so. Eine gelbe 1. Und wo ist die rote Zahl? Vielleicht an der Decke. Da, ich hab sie. 21. Haha. Okay, hab ich. Ja, komm. Warum geht das jetzt nicht? Hä? Warum? Verstehe das nicht. Warum geht das jetzt nicht? Muss ich das jetzt irgendwie in die richtige Richtung drehen? Mal einmal nach links drehen? Och, kommt schon. Ja, wir haben halt keine Links-Rechts-Geschichten. Das ist das Doofe. Ich weiß auch nicht, ob man dann einmal ganz raus muss. Also, das muss doch irgendwann mal klappen hier. Bin ich bescheuert oder was? Nee. Zehn. Eindeutig eine 10. Und eine 21, auch eindeutig. Und für mich ist das auch eine 1. Oder soll das eine 7 darstellen? Ich glaube, es ist eine 1. Wenn wir die alle mal auf 0 machen und von vorne anfangen? Tja. Ich mach mal hier nach rechts. Fangen wir mit der 21 an. 21. 10. 1. Nicht geklappt. Mann! Ich hab den Code doch schon. Warum? Oh. Warum? Es war eine 7? Es war eine 7? Es war wirklich eine 7? Das soll eine 7 sein? Ja, okay.
Oder habe ich mich jetzt verguckt und falsch gedreht und es war eine 1? Ist mir auch egal. Brieffragment 5. Sind wir schon bei 5? Ich dachte... warte, wir sind hier bei... Manama, guck mal, wir haben hier... Doch, wir haben alle eingesammelt. 6, 7, 8 fehlt uns noch und dann haben wir alle. Ich stückel den Scheiß hier noch zusammen und dann wissen wir am Ende vielleicht, was mal in dem Brief steht. Das wird ja total ultra. Und ja, es ist eine 7, ganz eindeutig. Oder vielleicht habe ich mich auch, wie gesagt, nur verguckt. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von The Consequence, Leute. Bis dann.